Mittelstürmer. Heute gibt's ein bisschen was vom Board. Und zwar sind wir auf der Ostsee. Und warum das so ist, das werdet ihr dann in der Geschichte hören, die ich euch erzählen möchte. Und genau, da geht es nämlich um eine Person, die auch sehr oft mit dem Schiff unterwegs war. Aber beginnen möchte ich mit einem Sprichwort. Das Sprichwort lautet, vom Saulus zum Paulus. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das Sprichwort besagt, dass jemand sich verändert. Und zwar zum Positiven. Er verändert sich, er hat vorher irgendwie immer so eine schlechte Angewohnheit gehabt und das ist vorbei. Er ist plötzlich ein Paulus geworden und jetzt wisst ihr auch schon, worum es geht. Es geht nämlich um Saulus, der zum Paulus geworden ist. Und ich möchte kurz von seiner Person erzählen. Paulus, er hieß zuerst Saulus, ist in einer Familie aufgewachsen, wo die Mutter eine Jüdin war. Er wurde in allen jüdischen Sachen unterwiesen und er war richtig gut in der Schule, so wie ihr auch. Er war richtig gut und war sogar dann so gut, dass er zum Pharisäer wurde. Und er kannte sich in den ganzen Gesetzen aus, die Mose von Gott bekommen hat, das kannte alles in- und auswendig. Ja, und er war so ein Eiferer, ein richtiger Eiferer. Und er hat richtig an das Gesetz geglaubt und hat gedacht und auch geglaubt, das ist das Richtige. Ihr habt in den vergangenen Wochen und Monaten gehört, auch hier über diesen YouTube-Kanal von dem Himmelstürmer-Input, dass Jesus gen Himmel gefahren ist, dass er den Heiligen Geist gesandt hat. Ja, und dass die Jünger voll des Heiligen Geistes in Jerusalem Zeugnis gegeben haben und es sind viele Wunder geschehen. Es ist ganz viel passiert und die Gemeinde ist gewachsen. Aber die Juden, die in der Synagoge, die fanden das nicht so gut. Denn die wollten ja auch oder haben auch Jesus kreuzigen lassen. Und jetzt war es für die Christen sehr, sehr schwierig. Und genau dieser Saulus hat sie aufgespürt, wie so ein Agent, ganz akribisch. Und ja, hat sie dann ausgeliefert, weil er nämlich davon überzeugt war, dass nur das Gesetz von Mose und all das, die Tora, dass das das Richtige war. Er war so eifrig, dass er sich von den obersten Pharisäern einen Brief hat geben lassen, womit er nach Damaskus konnte und er wurde bevollmächtigt, dort die Christen aufzuspüren. Das hat er auch gemacht. Hat seine Soldaten genommen, ist losgeritten nach Damaskus, aber er ist kurz vor Damaskus, ist ihm was geschehen. Und zwar kam plötzlich ein ganz helles Licht und er ist vom Pferd gefallen. Dann hat er eine Stimme gehört und da wurde er gefragt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er konnte das nicht verstehen und er war so geblendet vom Licht. Und dann hat er aber die Offenbarung bekommen und Jesus hat sich sozusagen ihm gezeigt. Und den er verfolgt, ist eigentlich der Sohn Gottes gewesen. Und da hat er verstanden, was ich hier mache, das ist ja eigentlich, man sagt, das ist ja gegen den Uhrzeigersinn sozusagen. Also das ist ja völliger Quatsch, was ich bisher gemacht habe. Der Punkt ist jetzt folgender, dass der Paulus das für sich richtig erkannt hat, dass Jesus Christus der wahre Weg ist. Und genauso wie er vorgeeifert hat, hat er jetzt für Christus geeifert. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Christen ganz schön skeptisch waren. Die wussten, dass er sie verraten hat bis vorgestern oder so. Und auf einmal war er einer von ihnen. Aber er hat sich taufen lassen, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann ging die Post ab mit Paulus, das sage ich euch. Ja, das war die Bekehrung von Paulus. Und Gott hat für den Paulus etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Er hat nämlich auch zu ihm gesagt, dass er das Evangelium ausbreiten soll. Nicht nur für die Juden,
sondern auch für alle anderen. Und wie das geschehen ist, das hört ihr am nächsten Sonntag im zweiten Teil. Ich sage tschüss, bin hier mitten auf der Ostsee. Oder war das Mittelmeer? Wo war der Paulus nochmal? Naja, ich bin natürlich auf der Ostsee, Paulus war im Mittelmeer. Ich sage tschüss, bis nächste Woche.